Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich bin gerade unfassbar glücklich und so gehypt, dass ich dieses Video abdrehen kann. Ich glaube, das ist das erste Video seit wirklich langer Zeit, auf das ich mich so sehr freue. Und eigentlich freue ich mich immer aufs Drehen, aber das ist besonders, ja, sowas erlebt man nicht jeden Tag und von dieser ganzen Erfahrung bin ich immer noch so begeistert, dass mir schon ein Stück weit die Worte fehlen. Es könnte gut sein, dass dieses Video extrem lange wird. Ich weiß es nicht, aber dementsprechend möchte ich auch mit Timestamps arbeiten. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall unten sehen, dass ihr an die jeweiligen Stellen springen könnt, weil es wird keine reine Füller-Review werden, sondern ich möchte euch mitnehmen bei dem Erlebnis, das ich vor Ort hatte. Ihr sollt so ein bisschen was von dem Gefühl mitbekommen, wie das in dem Laden ist und so weiter. Das wird sich dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit von anderen Rezensionen unterscheiden und mit Sicherheit wird es wieder Leute geben, die sagen, du kommst nicht auf den Punkt. Das ist mir aber egal, weil das gehört mit zum Erlebnis. Und falls euch nur die Füller-Review interessiert, dann springt einfach an die jeweilige Stelle. Ich habe mir aber gedacht, es ist mit Sicherheit schon interessant, einfach mal zu sehen, wie der Laden in Florenz aussieht. Und ja, deswegen habe ich das mit integriert. Worum geht es überhaupt in diesem Video? Es geht generell um die Marke Visconti, allen voran aber um den Visconti Homo Sapiens Lava Dark Age Füller. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt die richtige Reihenfolge war, aber ich habe mich für diesen Füller entschieden. Ist kein Spoiler, ihr seht es ja im Titel. Und ich bin nach wie vor hin und weg von diesem Schreibgerät. Es ist einfach ein ganz anderes Schreibgefühl, ein anderes Schreiberlebnis, was ich so in der Form noch nicht hatte. Das kann ich wirklich guten Gewissens sagen. Und ich habe mit meiner Schwester eine Italienreise unternommen. Wir waren vorrangig in Bologna, aber es hat sich angeboten, auch für einen Tag nach Florenz zu reisen. Das war nur eine Zugfahrt von einer halben Stunde in etwa. Wir haben so einen Expresszug gehabt, das hat super gut funktioniert. Ich war zuletzt 2018 in Florenz und mir hat die Stadt unfassbar gut gefallen. Die habe ich direkt in mein Herz geschlossen. Damals war ich noch nicht so ganz auf dem Schreibgerätetrip, sage ich mal. Also ich habe schon immer gern geschrieben mit Hand, aber das hatte noch nicht so das Maß erreicht, wie es momentan ist, ganz ehrlich. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt einmal dort bin, dann muss ich in den Visconti Store, weil das ist ja auch einmalig, diesem Laden einen Besuch abzustatten. Und da habe ich mich dann auch angekündigt, aus dem Grund, weil ich halt eben fragen wollte, ob ich da ein bisschen filmen darf und euch mitnehmen darf. Und ich hatte dann einen super netten Kontakt, die haben direkt gesagt, ja, das darf ich machen. Ohne die Mitarbeiter zu filmen natürlich, das habe ich auch nicht getan. Und da habe ich, glaube ich, schon ein paar Impressionen einfangen können, die ganz nett geworden sind. Ich habe euch bei Instagram und YouTube ja gefragt, was euch interessiert. Und das möchte ich auch gerne in das Video mit aufnehmen. Das heißt, ihr werdet da an entsprechender Stelle hoffentlich die Antworten auf eure Fragen erhalten. Vielleicht erstmal grundsätzlich ein paar Infos zum Unternehmen, damit ihr diese Hintergrundinfo überhaupt habt. Es existiert seit 1988 und wurde von Dante Del Vecchio und Luigi Poli gegründet. In Florenz natürlich. Und die beiden waren Liebhaber von Schreibgeräten und auch Sammler. Man kann grundsätzlich sagen, dass Visconti schon in gewisser Form evolutionär war. Zum einen bezogen auf die eingesetzten Materialien, aber auch auf die Füllmechanismen. So wurde beispielsweise bei der Herstellung Zelluloid eingesetzt, aber es wurden auch Details genutzt aus Titan, Gold, Diamanten und so weiter und so fort. Die erste Kollektion war damals der Classic, für welchen ebenfalls Zelluloid verwendet wurde. Und das wurde auch in den folgenden Jahren weiter genutzt. Das war auch recht erfolgreich, weswegen sich die Gründer dazu entschieden haben, den Urushi herauszubringen. Der war auf 100 Stück limitiert und bestand aus Ebonit und war mit japanischen Lacktechniken verziert. In den 90er Jahren entwickelte Visconti dann spezielle Füllmechanismen wie das Hochvakuum-Power-Füllsystem. Daraufhin folgte dann das Reisetintenfass und das Doppelreservoir-Füllsystem. Das zuletzt genannte ist auch dafür bekannt, dass es eben ein Auslaufen verhindert. 2009 wurde dann eine Vereinbarung mit Coles of London getroffen, die seitdem offizielle Vertriebspartner von Visconti sind. Und beide Unternehmen haben gemeinsam eine Vielzahl von Produkten auf den Markt gebracht. So gibt es beispielsweise die Rembrandt Collection, Homo Sapiens, Opera Masters, Divina Royale und die Templari Edition. Ich habe jetzt leider keine aktuelleren Zahlen gefunden, aber bis 2012 haben sie in etwa 50 verschiedenen Ländern
jährlich 50.000 Schreibgeräte verkauft. Und man muss grundsätzlich natürlich sagen, dass Visconti in einem Preissegment mitspielt, was sehr weit oben angesiedelt ist. Also das sind luxuriöse Schreibgeräte. Sie vertreiben aber auch nicht nur Füller, sondern auch Rollerballs, Kugelschreiber. Also da wird man auf jeden Fall fündig, egal mit was man am liebsten schreibt. Und das ist dann immer in der jeweiligen Edition sehr ähnlich gehalten. Eine sehr aktuelle Kollektion ist beispielsweise die Wiener Elegance Wave. Das ist so ja in einem wunderschönen Türkis gehalten, was auch so gedreht ist, würde ich mal sagen. Ich verlinke euch aber die Website von Visconti natürlich auch in der Infobox. Da könnt ihr dann auch nachgucken. Also es gibt grundsätzlich immer mal wieder Reihen, Kollektionen, die dann natürlich auch ein gewisses Ablaufdatum haben. Also die werden sozusagen nach einer gewissen Zeit eingestampft und man hat nicht mehr die Möglichkeit, die zu bekommen. Wie lief jetzt mein konkreter Besuch im Visconti Store ab? Ich bin mit meiner Schwester gegen, 10.30 Uhr dorthin gegangen. Und der befindet sich in so einer, ja, nicht kleinen Gasse, aber es ist schon eher so eine Nebenstraße. Und von außen macht dieser Laden schon eine Menge her. Das muss man einfach so sagen. Ich liebe das Logo. Es ist schlichte Eleganz. Wunderbar. Entspricht genau meinem Geschmack. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist natürlich der Türgriff. Das ist nämlich exakt dieselbe Form, dasselbe Design wie der Clip des Füllers. Inspiriert von der Ponte Vecchio in Florenz. Einheitliches, stimmiges Design. Das sind solche Kleinigkeiten, die es ausmachen, wisst ihr? Und dann bin ich da reingekommen und das ist kein großer Laden, ne? Also da sind dann so kleine Schaufenster, da seht ihr dann die einzelnen Füller, beziehungsweise eher gesagt die verschiedenen Kollektionen. Das sind dann alle Schreibgeräte aus der Reihe zu sehen. Auch schön drapiert, sage ich mal. Ein wunderschönes, edles Gesamtbild auch hier. Und dann habe ich direkt die Mitarbeiterin gesehen. Ihr Name war Natalia und sie hat uns direkt mit einem Lächeln begrüßt. Eine super herzliche, liebe Person. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war ein bisschen skeptisch. Ich bin nicht oft in solchen Läden. Ich spreche da von solchen Luxusmarken. Da bin ich einfach nicht. Also wozu auch, ja? Ist halt so. Und deswegen habe ich mich zu Beginn auch so ein Stück weit gefragt, wie wird das da wohl sein? Es ist ja direkt sonnenklar, dass wir jetzt nicht Schauspieler, Politiker XY sind, ne? Also ist ja auch irgendwie logisch. Und da war ich dann skeptisch oder was heißt skeptisch? Ich wusste es ja einfach nicht, aber ich war gespannt darauf, wie wir in diesem Laden begrüßt werden, wie die Kundenbetreuung sein wird und so weiter. Also da war mir dann schon ein bisschen unwohl eigentlich zumute, weil ich nicht wusste, was mich erwartet. Das gebe ich ganz offen zu. Aber direkt ab dem Moment, ab dem wir da reingegangen sind, war das wie verflogen. Ich habe mir gedacht, wenn mir das irgendwie komisch vorkommt oder ich mich nicht wohlfühle, dann würde ich halt wieder gehen oder so, ne? Aber dazu gab es keinerlei Gelegenheit, weil wie gesagt, sie hat uns direkt herzlich willkommen geheißen, hat gesagt, ja, filmt gerne in Ruhe alles, schaut euch alles in Ruhe an. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf mich zu. Sprecht mit mir, ich beantworte euch alles. Ihr könnt ja die Sachen ausprobieren. Alles, ja. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen umgeguckt. Meine Schwester hat gefilmt. Vielen Dank auch an der Stelle. Sie hat das toll gemacht, finde ich. Das ist ja auch nichts Selbstverständliches. Und ich habe mich erstmal wirklich in Ruhe umgeschaut und alle Schreibgeräte bestaunt. Sie hatten nicht jedes einzelne Schreibgerät da, aber natürlich eine super große Auswahl, das ist klar. Und ja, da habe ich mich direkt eigentlich in alles verliebt, muss ich sagen. Das war das erste Mal, dass ich diese Schreibgeräte live gesehen habe. Und für mich war klar, sowas bestellt man nicht online. Man muss dann auch wirklich gucken, dass man einen Füller erwischt, mit dem man perfekt schreiben kann. Ja, da darf es an nichts hapern, an nichts mangeln. Und diese Kundenerfahrung gehört aber auch so ein bisschen dazu, finde ich, wenn man sich dazu entscheidet, diesen Betrag für einen Füller auszugeben. Also wenn man die Gelegenheit hat, ich finde, man sollte da auf jeden Fall reingehen. Das kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ob das gegeben ist. Das leuchtet mir auch ein, je nachdem, von wo man in der Welt kommt. Aber ich würde es sehr empfehlen. Und in meinem Video zur Füllerwunschliste habe ich von Visconti gar nicht gesprochen. Das habe ich nachträglich dann bei Instagram gemacht, weil ich mir dachte, ach, kannst den Betrag nicht ausgeben. Du kannst gar nicht drüber nachdenken. Ja, also ich habe ja eh schon so ein schlechtes Gewissen gehabt bei dem Pilot Custom 823, der auch auf meiner Liste steht und der kostet nochmal deutlich weniger. Ja, und es ist aber schon so, dass das immer ein großer Traum von mir war. Italien ist auch mein Lieblingsland zusammen mit Schottland und da habe ich einfach so eine Verbindung dazu, auch zu Florenz.
Ja, das war schon immer so ein Traum. Und ich wollte es mir nicht von Anfang an verbieten. Ich habe mir aber gedacht, wenn, dann muss alles passen, wenn ich diese Entscheidung treffe. Das ist sonnenklar. Und was in der engeren Auswahl war, war auf jeden Fall der Homo sapiens Bronze Age, dann der Homo sapiens Dark Age und dann aber auch noch die farbige Variante. Das war, glaube ich, Sandstorm, so war die Bezeichnung. Das ist so ein wunderschöner Sandton, wie der Name schon sagt, wobei mir auch Weiß sehr gut gefallen hat. Ich glaube, den Sandstorm hatten sie dann gar nicht da, wenn mich nicht alles täuscht, aber die weiße Variante und die fand ich auch extrem schön, wirklich. Also die war auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl. Und dann habe ich mir die so genauer angeguckt. Das war eine Ecke, da waren die schön in Reih und Glied sozusagen, ja, Schaufenster neben Schaufenster präsentiert. Und zwischen diesen Schreibgeräten eine Entscheidung zu treffen, Leute, das ist praktisch fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil sie sind alle besonders und vor allem dieses Lavagestein bzw. Vulkangestein, das, wenn man das in der Hand hat, ich werde da in der Review dann noch genauer drüber sprechen, natürlich. Das ist ein Gefühl, das hat man nicht von einem anderen Schreibgerät. Das muss man einfach sagen. Das ist so kunstvoll und besonders und angenehm in der Hand. Für mich schafft dieses Schreibgerät auf jeden Fall auch eine Verbindung zwischen Natur und Mensch. Ja, weil es eben aus Vulkangestein auch ist. Und man da wirklich merkt, dass einzigartige, tolle Künstler da am Werk sind, um diese Schreibgeräte zu erschaffen, zu kreieren. Dann hat mir Natalia gesagt, dass am Tag zuvor der Bronze Age verkauft wurde. Da hatten sie gar keinen mehr vorrätig. Und ich muss aber auch grundsätzlich sagen, der war auch wunderschön, gar keine Frage, ne? Aber als ich den Dark Age gesehen habe, diese schlichte Eleganz, dieses komplett in Schwarz gehaltene, da habe ich mir gedacht, ich glaube, du bist mein Füller. Ich muss es wirklich so sagen, weil ich trage auch, das ist jetzt so eine Nebeninfo, aber ich trage auch komplett schwarz meistens. Das ist einfach meine Farbe. Ich meine, was könnte dann passender sein? Klar. Und dann habe ich gesagt, ich würde den gerne mal testen, den Dark Age. Und tatsächlich war er auch in der richtigen Federstärke da. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, in der Federstärke F. Und dann habe ich mir gedacht, okay, den teste ich jetzt. Und dann habe ich einen Schreibtest gemacht. Vor mir standen die Visconti-Tinten, da gab es verschiedene Farben und ich habe dann in diesem Sepia geschrieben. Und an dieser Feder gab es nichts, nichts, wirklich zu 100% auszusetzen. Die gleitete übers Papier. Es war wirklich so und ich war so begeistert, ich musste nicht länger überlegen, Leute. Manchmal sagt das Bauchgefühl direkt, das ist es. Und das war das so. Deswegen, und die Frage wurde auf Instagram gestellt von der lieben Planen auf Papier. Ich musste nicht lange testen, so gesehen. Für mich war direkt nach dem Test dieses Füllers klar, das ist mein Schreibgerät. Das hole ich mir. Das war sonnenklar. Ich wünschte, ich könnte euch da ein bisschen ausführlicher berichten, dass ich jetzt irgendwie 10 Füller getestet habe. Dann habe ich gemerkt, der ist es. Nee. Ich musste nichts anderes mehr testen. Der Weiße hat mich gar nicht mehr interessiert. Es war klar, es wird der Dark Age. Es hört sich sehr simpel an, beziehungsweise auch ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht auch für den einen oder anderen unüberlegt, weil man sich dann denkt, okay, du hast jetzt da eingetestet und dann hast du direkt den Betrag ausgegeben für den Füller. Aber es war so, also es war für mich klar, dass es das Schreibgerät sein muss. Und ich habe es zu keiner Sekunde bereut. Wirklich zu keiner. Und dann habe ich mir das alles eben noch mal im Detail angeguckt. Na, ich hatte alle Zeit der Welt. Ich glaube, wir waren 2 Stunden in dem Laden, sowas um den Dreh. Und die Zeit ist auch verflogen wie sonst was. Und dann hat sie eben gesagt, ja, ich kann den Stift ja dann eben auch noch personalisieren lassen. Hat mir dann alle Edelsteine gezeigt. Aber auch die Sternzeichen, die Initialien, die man auch reinpacken kann. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Werdet ihr dann auch in der Review gleich noch mal genauer sehen. Und da habe ich dann eben auch so ein bisschen durchprobiert. Und für mich kam in Kombination mit diesem Füllfederhalter eigentlich nur die Perle in Betracht und der Hämatit. Die Perle habe ich ausprobiert, war für mich aber ehrlicherweise, auch wenn ich es schön fand, ein bisschen zu viel Kontrast. Das fiel mir zu stark auf. Das war nicht mein Ding. Und dann habe ich den Hämatit gesehen und da war es genauso wie bei dem Stift an sich, dass ich wusste, das passt.
das ist es. Und was ich sagen möchte, jetzt hole ich den Stift mal raus, aber natürlich seht ihr ja gleich die ganzen Detailaufnahmen. Das ist kein Füller. Das ist mehr. Wisst ihr, das, da stecken Emotionen drin. Das ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nicht nur dieser Punkt, dass es irgendwie für mich persönlich in Einklang mit der Natur ist, weil es eben auch aus natürlichen Materialien besteht und auch aus einer gewissen Kraft der Natur entstanden ist. Ne? Dafür steht für mich auch ein Vulkan. Es ist für mich auch das Symbol für meine Liebe zum Reisen generell, aber vor allem zu Italien, zu der Kultur, zu den Menschen, zu allem, was mitspielt, zu dieser ganzen Atmosphäre, der Sprache und vor allem eben auch der Lebensfreude. Er ist für mich ein Kunstwerk, dieser Füller. Ja? Das ist nicht nur ein Schreibgerät, das ist nicht so. Und das ist halt auch wirklich etwas, was einen für den Rest seines Lebens begleitet. Das ist einfach so. Und diese wunderschöne große Feder. Eine weitere Frage von euch war, welchen ich besser finde, den Pelikan M605 oder hier den Homo sapiens Dark Age. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde nicht, dass man die beiden super gut miteinander vergleichen kann. Ich kann mit dem Pelikan M605 auch toll schreiben, aber das ist was anderes. Wisst ihr, da ist einfach dieser Kunstaspekt und der emotionale Wert nochmal ein anderer, jetzt unabhängig vom Preis. Da habe ich eine andere Verbindung dazu. Deswegen kann ich das nicht wirklich beantworten. Wenn ich jetzt rein objektiv vom Schreibgefühl ausgehe, muss ich aber auch sagen, dass ich mit dem noch besser schreiben kann, weil ich persönlich es lieber mag, etwas mehr Gewicht zu haben. Der fühlt sich wertiger in der Hand noch an, weil der Pelikan M605 relativ leicht im Verhältnis ist. Die Review dazu habe ich ja schon abgedreht. Ich liebe diesen Füller auch über alles, versteht mich nicht falsch, ne? Aber wenn ich jetzt einen Vergleich ziehen müsste, es ist für mich auf jeden Fall angenehmer, so ein bisschen mehr Gewicht in der Hand zu haben. Und das ist für meine Hand aber auch durchaus in Ordnung, also auf gar keinen Fall zu viel oder so. Sondern genau richtig, der liegt super in der Hand, ist perfekt ausbalanciert und wenn ich damit schreibe, habe ich das Gefühl, ich genieße auch einfach, ja, den Füller übers Papier zu führen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd und kitschig an, aber da fühle ich mich dann auch immer wie ein Künstler. Das ist anders. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Ich werde euch dann aber auch in der Review auf jeden Fall einen Größenvergleich dann auch machen oder abdrehen, damit ihr das nebeneinander seht, weil der ist schon noch mal ein bisschen größer und eben halt auch schwerer. Das ist ganz klar und vom Optischen macht er auch nochmal ein anderes Bild. Wobei ich sagen muss, man kann auch hier wieder ein Muster erkennen, weil ja der M605 eigentlich dieselben Farben abdeckt. Also eher so ein Grau, Schwarz, Silber. Wobei man auch hier sagen muss, das ist kein Schwarz, ne? Dieses Vulkangestein. Aber auch kein wirkliches Grau. Es ist einfach ja, ein natürliches Produkt. Kein Füller ist gleich. Ja, kein Edelstein hier oben, was die Verzierung angeht, ist gleich. Das habe ich ja auch schon damals immer gesagt, als ich noch meinen eigenen Schmuck gemacht habe. Das sind Unikate. Ich hätte mich in diesem Laden mit Sicherheit noch Stunden länger aufhalten können und wir haben diesen Tag sehr genossen. Und ich würde sagen, nach diesen allgemeinen Infos und den Vor-Ort-Eindrücken steigen wir jetzt in die genauere Review ein. Da zeige ich euch den Füller ganz genau. Inklusive natürlich einer Schreibprobe, allen Details, Infos zu den eingesetzten Materialien und so weiter. Und ja, viel Spaß weiterhin mit diesem Video. Und los geht's mit diesem tollen Etui. Ich liebe ja das Logo. Ich habe dazu auch eine Tasche bekommen, die zeige ich euch mal eben. Die ist nur ein bisschen verknittert, weil ich musste das ins Handgepäck packen. Und ja, da ist sie ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Das ist diese hier, die ich auch wunderschön finde. Die hat an der Seite dann auch noch so ein Muster und die werde ich auf jeden Fall auch aufbewahren, weil, naja, man ist ja nicht jeden Tag in einem Visconti-Store. Und ja, das ist so die Umverpackung so gesehen. Und wenn man das dann zur Seite schiebt, kommt dann auch schon das Etui zum Vorschein, was sehr, sehr hochwertig ist. Ich meine, für einen Füller dieses Preises, das ist halt auch klar, dass es so sein muss. An der Seite hat man hier dann auch nochmal das Logo.
Und wenn man das aufmacht, es ist auch eine relativ große Box, muss man sagen, dann sieht man hier den Füller. Und wie ich ja schon erwähnt habe, habe ich mich für die Dark Age Variante entschieden. Das war gar nicht so einfach und ursprünglich ja auch nicht zu 100% so mein Plan. Ich wusste, dass er in der engeren Auswahl ist, aber es ist eben so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich habe mich direkt in diesen wunderschönen Füller verliebt. Und dieses Material fühlt sich so toll an. Das ist richtig weich, obwohl man das gar nicht denken würde, weil das ist Vulkangestein vom Vulkan Ätna. Das heißt, es ist in gewisser Form auch was Lokales. Und natürlich ist kein Füllfederhalter wie der andere. Das sind wirklich Kunstobjekte, das muss man so sagen, in höchster Qualität. Wenn man das in der Hand hat, das ist was anderes als jetzt beispielsweise, habe ich jetzt hier in der Nähe, deswegen so ein Caveco. Ne, das ist klar, der ist total leicht, das ist ein immenser Preisunterschied, darüber brauchen wir nicht sprechen. Und das ist einfach extrem wertig, also wirklich wertig von oben bis unten. Und es ist ein relativ großer Füller, muss man sagen. Ich war am Anfang etwas skeptisch, ob der mir vielleicht zu groß ist, weil ich habe ja auch nicht die größten Hände. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Der liegt perfekt in der Hand. Ist super ausbalanciert. Ich werde gleich auch noch eine Schreibprobe machen, wie immer. Und ja, wunderschön. Der ist jetzt eben in komplett schwarz gehalten. Ich habe von einigen Leuten gehört, wenn sie online bestellt haben, dass die Feder nicht so 100% gut war. Und ganz ehrlich, bei so einem Preis, das ist halt schon sehr ärgerlich. Natürlich schickt man den dann zurück, aber trotzdem ist es halt ein Hin und Her. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich in Florenz bin, gehe ich in diesen Laden. Die Kundenerfahrung, ich habe es ja erwähnt, das war 1A, da gibt es nichts zu verbessern, das war super und ich konnte das Schreibgerät eben direkt vor Ort testen. Und bei so einem Preis, finde ich, ist das das Beste, was man machen kann. Und da muss ich aber auch sagen, es gab nichts zu bemängeln, die Feder war 1A. Das war ein Traum, mit diesem Füller zu schreiben. Dieser Füller ist in den Federbreiten extra fine, fine, medium, broad, double broad und als Stub-Variante erhältlich. Ich habe den in der Federstärke F. Das ist ja auch das, was ich für gewöhnlich wähle. Die Homo Sapiens-Reihe ist konzipiert für Schriftsteller, aber auch für diejenigen, die immer noch auf einen Stift setzen, anstatt auf einen Laptop beispielsweise. Und diese Lava-Edition ist praktisch unzerbrechlich. Also gerade das Material steht eben dafür, dass es extrem robust ist. Es ist widerstandsfähig, druckfest und hat eine Hitzebeständigkeit von über 100 Grad. Außerdem wird Handschweiß während der Verwendung absorbiert, was ja auch eine wichtige Info ist. Und ja, wie gesagt, dieses Material ist einmalig. Wir schauen uns jetzt mal das Äußere noch mal etwas genauer an. Hier haben wir den Homo Sapiens Schriftzug. Am Clip steht Visconti, der ist übrigens auch beweglich, ne? Das geht super gut. Und dieser Clip, der befindet sich auch beim Store als Türgriff so gesehen. Das habt ihr wahrscheinlich auch in diesem Video gesehen. Und der ist inspiriert von der Ponte Vecchio in Florenz. Da war ich natürlich auch. Und es ist umso schöner, diesen Füllfederhalter von dort zu haben. Und hier oben ist normalerweise das Visconti-Zeichen. Das liegt auch noch hier drin. Das kann ich euch gleich zeigen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, entweder eure Initialien hier drauf machen zu lassen oder aber einen Edelstein oder aber auch euer Sternzeichen. Und zu Beginn dachte ich, ich möchte das Sternzeichen haben. Also es wäre bei mir Krebs gewesen. Das finde ich nämlich auch sehr schön. Aber als ich dann die Edelsteine gesehen habe, Natalia hat mir alles bis ins Detail gezeigt, da wusste ich, so einer muss es sein. Und ich habe da verschiedene angeguckt. Ich bin ja eigentlich eher so der Bernstein-Fan. Was aber nicht so ganz zu diesem Füller passt, ehrlich gesagt. Da wäre der Kontrast zu groß gewesen. Und dann hatte ich so, ja, überlegt zwischen der Perle, das wäre dann eben weiß gewesen, auch ziemlich auffällig, hätte aber trotzdem gepasst, und dem Hämatit. Für den habe ich mich letztlich entschieden. Ist auch eigentlich ganz schön, weil ihr wisst, zu früherer Zeit, ist noch gar nicht so lange her, habe ich ja Edelsteinschmuck gemacht und da war mir der Hämatit auch schon ein Begriff. Natürlich, den habe ich da auch verarbeitet. Und es ist schön, dass das jetzt irgendwie wieder aufgegriffen wird, muss ich ehrlich sagen. Also richtig, richtig toll. Und der rundet das edle Gesamtbild meiner Meinung nach perfekt ab. Der Hämatit ist ja auch ein Schutzstein und ihm wird die Wirkung nachgesagt, dass er Lebenskraft spendet, Lebensfreude, Selbstständigkeit, aber auch Entspannung und dass er eben negative Einflüsse abwendet. Das ist so das, was diesem Edelstein nachgesagt wird. Das finde ich auch sehr schön
Und das Tolle war eben auch, dass ich in dem Store die einzelnen Varianten angucken konnte, weil auch hier kein Edelstein ist gleich. Es gab Varianten, die ein bisschen höher waren, welche, die flacher waren. Und das muss man ausprobieren. Natürlich könnt ihr das online auch bestellen, aber dann wisst ihr halt nicht, was ihr bekommt. Da muss man schon überlegen, ob man das nicht im Store macht und das gesamte Kundenerlebnis mitmacht, weil das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall mit dazu. Natürlich ist er in komplett schwarz, das seht ihr ja. Und um noch ein bisschen auf die allgemeinen Details zu sprechen zu kommen, er wiegt 45 Gramm. Geschlossen beträgt die Länge 146 mm. Mit Kappe ist die Länge 172 mm. Da ist er dann schon relativ lang. Und der Füller ohne Kappe hat die Länge von 132 mm. Der Durchmesser beträgt 14 mm. Also ein ziemlich großes, aber auch schweres Schreibgerät, das muss man sagen. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an, wenn ich den aufmache. Das ist nämlich auch interessant. Das Schließsystem bzw. der Verschluss ist nämlich ein Hook-Lock-Safe. Man dreht es so ein bisschen zur Seite und dann springt es quasi auf. Aber wenn man das jetzt so hat, ne, und versucht aufzumachen, das geht nicht. Das ist bombenfest. Man muss es dann nur ein bisschen drehen und dann geht es schon auf. Genau. Und dann kommt diese wunderschöne 18 Karat Goldfeder zum Vorschein, die riesengroß ist, ganz ehrlich. Hier haben wir dann noch diese Verzierung, wunderschön, und ich sage euch, dieses Griffstück ist auch extrem bequem, wirklich toll. Der liegt perfekt in der Hand und der ist für mich auch nicht zu schwer, wie gesagt, das habe ich vermutet, weil ich doch recht kleine Hände habe, aber gar nicht, ist perfekt. Natürlich kann man, wie gesagt, die Kappe auch aufsetzen, aber für mich viel zu schwer, viel zu lang. Für Männerhände oder generell größere Hände, sage ich jetzt mal, ist es vielleicht eine Idee, aber nicht mein Ding. Genau. Da, weil das jetzt schon ein bisschen aufgeht, kann ich auch was dazu sagen, nämlich zu dem Füllsystem. Es handelt sich hier um einen Powerfiller. Und da werde ich gleich auch Tinte einfüllen, dann schauen wir uns das mal an. Weil ich habe schon bei einigen Reviews gehört oder gesehen, dass dieser Füller nicht allzu viel Tinte trägt, beziehungsweise es ein bisschen schwierig ist, den komplett voll zu füllen. Und da gibt es auch Tipps, ne, dass man dann mehrfach den Füller sozusagen befüllt, bis man die optimale Menge hat. Da gibt es Videos dazu. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das in der Infobox. Ich werde das jetzt erstmal nicht machen. Mir geht es nur darum, dass ich jetzt einen Schreibtest machen kann und euch das Ganze mal zeigen kann. Aber das gilt es vielleicht zu beachten. Man hat hier ein wunderschönes Muster bei dieser Feder. Und auch hier muss ich sagen, gefällt es mir extrem gut, dass sie auch so dunkel ist. Das fügt sich perfekt in das gesamte Bild ein. Es ist ein Traum. Dieser Füller ist der wunderschönste, den ich je gesehen habe. Das war ein großer Traum von mir. Die haben natürlich noch ganz viele andere Varianten. Und lasst es euch gesagt sein, falls ihr noch nicht auf der Seite vorbeigeguckt habt, es gibt noch viel, viel teurere Modelle. Und einige davon sind ziemlich farbenfroh. Das ist gar nicht so mein Ding. Ich habe mich einfach in diese Homo Sapiens Lava-Reihe total verliebt. Wie gesagt, der Bronze Age, auch wunderschön. Das ist meine Reihe. Das ist einfach meine Reihe und das ist mein Füller. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, sage ich euch ganz ehrlich, dass ich nur noch mit dem jetzt schreibe. Aber es ist, wie es ist. Ich werde schon ein bisschen variieren, aber den nimmt man natürlich auch nicht so wirklich auf Reisen. Ne? Das ist ein Füller, mit dem schreibt man zu Hause. Der ist sonst auch ein bisschen zu kostbar. Das muss man auch ganz klar sagen. Beziehungsweise kommt ein bisschen drauf an, wohin man geht. Man sollte den nicht füllen und damit fliegen. Das ist vielleicht auch noch recht wichtig. Das ist mit diesem Füllsystem eher suboptimal. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie der Füller schreibt. Wobei, was ich euch vorher noch zeigen möchte, hier unten ist dann noch die Garantiekarte drin und ja, eine Beschreibung, wie man ihn auch befüllt. Dann sind da noch ein paar andere Füller drin. Hier ist zum Beispiel der Lava Bronze, der ja auch in der engeren Auswahl bei mir stand. Hier ist der Dark Age, das ist der, den ich habe. Und das kann ich natürlich auch noch dazu sagen, dass abgesehen von dem Vulkangestein hier auch noch Edelharz eingesetzt wurde. Das seht ihr ja auch an manchen Stellen, wie jetzt zum Beispiel hier bei der Homo Sapiens Schrift. Da ist der Crystal Dream. Da habe ich auch schon von euch gehört, das habt ihr mir bei Instagram geschrieben, dass das euer Lieblingsfüller ist. Zu
zum Teil zumindest. Und hier, den habe ich auch gesehen, den fand ich ebenfalls wunderschön. Das ist die weiße Variante und mir gefällt ja auch die Sandstorm-Variante richtig gut. Der rote nicht so, der ist einfach nicht so mein Geschmack, aber der weiße und die Sandstorm-Variante, ein Träumchen, muss man so sagen. Genau, und hier ist dann nochmal aufgezählt, in welchen Varianten es das Ganze gibt, also in welchen Federbreiten, was das Füllsystem ist und in welchen Variationen es vorkommt, also nicht nur als Füller, sondern auch als Rollerball und so weiter und so fort. Steht hier dann nochmal. Und da wird dann auch nochmal beschrieben, wie das Füllsystem funktioniert. Das ist auch recht wichtig zu wissen. Im Übrigen, man tunkt diesen Füller auch komplett mit dem, also nicht komplett, aber zum Teil mit dem Griffstück ein. Ich habe da immer so ein bisschen Bedenken, da fühle ich mich immer unwohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber diesem, ja, Vulkangestein kann wohl nicht wirklich irgendetwas anhaben. Das ergibt ja auch durchaus Sinn, aber naja, das muss man dazu erwähnen. Ich zeige euch das aber auch gleich, wie das funktioniert. Und dann haben wir hier dann auch noch das Visconti-Zeichen. Das ist jetzt natürlich mit drin. Das ist einfach rein magnetisch. Das kann man ganz einfach austauschen. Aber ich bin mir eh sicher, dass ich diesen Edelstein behalten möchte und nicht das Visconti-Zeichen haben will. Genau, das vielleicht mal noch dazu. Was ich von Natalia außerdem bekommen habe als Geschenk, ist dieses Etui oder dieser Stiftehalter aus Leder. Der hat hier hinten diesen Gummizug. Das heißt, das kann man ganz einfach festmachen und den dann mit transportieren. Und auch in diesem wunderschönen Schwarz. Also das war super nett. Ich habe mich richtig gefreut. Aber naja, ich brauche, glaube ich, zum Kundenerlebnis nichts mehr sagen, weil da war ich hellauf begeistert. Ich kann nichts zu anderen Stores sagen. Ne? Es gibt ja auch an verschiedenen Stellen der Welt natürlich auch Schreibwarengeschäfte, die Visconti-Füller vertreiben. Aber ob man wirklich überall dieselbe Kundenerfahrung hat, naja, das wage ich zu bezweifeln, weil das ist halt eben der einzige Store, der einzig wahre Store, sage ich jetzt mal so salopp, ne? Genau. So, das mache ich jetzt aber mal zu und packe es an die Seite. Für einen Größenvergleich habe ich hier jetzt noch meine beiden Pelikan-Füller daneben gelegt, nämlich einmal den M605. Der in der Mitte zu sehen ist und auf der linken Seite der M400. Und da kann man schon sehen, dass der Homo sapiens Dark Age nochmal eine ganz andere Größe hat und er ist, wie gesagt, auch um einiges schwerer. Hier könnt ihr außerdem die Feder im Vergleich sehen und da fällt natürlich auch auf, dass die Feder des Homo sapiens um einiges größer ist als die des Pelikan M605. Die Farbe ist ja auch ein bisschen eine andere, es ist eine dunklere Feder, um dieses einheitliche Gesamtbild nochmal abzurunden. Der ist einfach sozusagen all black, was mir aber sehr gut gefällt. An dieser Stelle wollte ich euch auch nochmal zeigen, wie ich den Stiftehalter eingesetzt habe, beziehungsweise wie ich ihn in Zukunft einsetzen werde. Denn immer wenn ich unterwegs bin, packe ich momentan meine Füller separat in mein Mäppchen. Aber wenn ich jetzt einen einzelnen Füller mitnehmen möchte, hier bei dem Hobonichi A6, bei dem Einband von Galen Leather, ist es ja so, dass man da keinen Stiftehalter hat, beziehungsweise hier drinnen schon, aber der ist auch relativ schmal. Der hält nicht all meine Füller. Und dementsprechend finde ich das eigentlich eine sehr tolle Alternative. Das habe ich jetzt hier einfach mit diesem Gummizug da außen rum gemacht, was ich toll finde. Und da kann ich den dann eben auch hier reinpacken. Und das hält auch super. Ich finde, das sieht perfekt aus. Und was ich vergessen habe, euch zu zeigen, ich habe sogar noch eine zusätzliche Überraschung bekommen. Und die könnte passender nicht sein. Also wirklich ein 1A-Service wieder mal. Hier, ein Lesezeichen von Visconti in, ja, echt Silber. Und das finde ich auch super hübsch. Habe ich tatsächlich auch schon für ein Buch eingesetzt. Einfach toll. Und dann habe ich selbstverständlich überlegt, was packt man in diesen Füller für eine Tinte? Da kann man nicht einfach irgendwas nehmen, ne? Das ist ganz klar. Und ich habe mich dann für eine Tinte entschieden, die ja etwas außerhalb meines normalen Farbspektrums liegt. Und zwar, oder halt dem, was ich eigentlich sonst so wähle. Und zwar von Dymine Ancient Copper. Das ist so ein Rotton. Ich bin ja kein Fan von Rot, aber das ist sehr dezent und Vintage-mäßig und ich finde, das passt zu so einem edlen Füller perfekt. Ich finde nicht, dass da ein Blau dazu passt oder ein Grün.
Also Farben, die ich eigentlich mag, wobei Blau gar nicht so, aber ausgewählte Blauvarianten schon. Grün wäre eher mein Ding, Braun auch. Also das Sepia passt meiner Meinung nach auch sehr gut dazu. Aber ich habe so viele braune Tinten und ich will, dass der sich abhebt vom Rest. Und da möchte ich es jetzt einfach mal mit Ancient Copper versuchen. Falls mir das aus irgendeinem Grund nicht gefällt, ja, kann man immer noch wechseln. Aber ich glaube, dass das ein ganz gutes Match ist. So, jetzt machen wir das auf. Hoppala. Aufpassen, dass er hier nicht runterrollt. So. Ich habe gehört, dass Ancient Copper bei manchen Füllern so ein bisschen anfängt zu klumpen. Das hoffe ich nicht, dass es hier der Fall ist. Aber ich werde mit dem so regelmäßig schreiben, dass das, glaube ich, auch allein aufgrund dessen nicht passieren kann. So, wie funktioniert der Füllmechanismus? Hier hinten dreht man auf. Ja, also so ziemlich weit, bis es dann auch gar nicht mehr so wirklich geht. Und dann zieht man das einmal komplett nach oben. So. Dann tunkt man den Füller in die Tinte, wie gesagt, so bis hier zum Griffstück. Und man lässt das dann langsam nach unten gleiten, wartet 5 Sekunden, das hatte mir Natalia als Tipp gegeben. Und dann dreht man es einfach zu, säubert den Füller und legt los mit dem Schreiben. Wie gesagt, ob man den jetzt wirklich voll damit bekommt, kann ich nicht beurteilen. Wir versuchen es jetzt einfach mal und dann werde ich ja sehen, wie lange ich mit dem hinkomme. Und ansonsten werde ich mal diese Methode probieren, dass man den mehrfach befüllt, so gesehen, oder auf mehrere Male. Okay, der Moment der Wahrheit. Packe ihn hier rein. Das langsam nach unten gleiten. 1, 2, 3, 4, 5. So. Jetzt drehe ich es zu. So. Und jetzt kommt meine Küchenrolle zum Einsatz. Ich sage euch, Leute, das ist gar nicht so einfach hier immer mit dem Film und aufpassen, dass man hier nichts umwirft. Dann möglichst auch nicht einsauen. Das ist das Nächste. Das sieht man im Übrigen jetzt auch gar nichts, ne, auf diesem Griffstück. Alles super. Und ich freue mich so sehr darauf, jetzt mit diesem Füller schreiben zu können. Ich freue mich so sehr drauf. Ich bin so aufgeregt. Es ist irgendwie, also schon ein besonderer Moment und ihr seid jetzt mit dabei. Ach, das ist toll. Der schreibt einfach so weich. Ach, das ist ein Traum. Und diese Tinte, die passt 1A. Ancient Copper. Und tatsächlich ist es ein Kupfer, aber man sieht kaum, dass es rot ist. Es ist wirklich so, ja, kupferbräunlich und hat vor allem eine richtig, richtig krasse Varianz. Also es ist an manchen Stellen heller, an manchen dunkler. Eine super edle Tinte. Das ist ein perfektes Match. Das werde ich erstmal so lassen. Ich bin wirklich begeistert. Wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist typisch für europäische Marken. F ist schon relativ breit im Verhältnis zu asiatischen Federn. Also da ist es wirklich so, dass das wahrscheinlich eher eine M wäre. Aber für mich ist es so genau richtig. Ich finde, das ist 1A. Gibt übrigens sehr viel Tinte ab. Also ist ein relativ feuchtes Schriftbild. Das ist ja auch immer die Kombination von Tinte und Füller. Das ist hier aber perfekt. Auch nicht so, dass es jetzt zu krass ist, denke ich. Aber wirklich, wirklich, wirklich toll. Keinerlei Anschreibschwierigkeiten. Butterweich und man bekommt schon eine gewisse Varianz, muss ich sagen, also jetzt auch von der Federbreite, weil man spürt richtig, dass es so ein bisschen federt. Also auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich werde hier mal mein Lieblingszitat hinschreiben oder eines meiner Lieblingszitate.
Na, wer weiß, von wem das stammt. Von Marcel Proust. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, ich kann sehr schnell mit ihm schreiben. Das liegt daran, weil er perfekt in der Hand liegt. Es ist ein Traum, die Kombi von Tinte und Füller. Wunder, wunder, wunderschön. Ich bin wirklich begeistert und ich glaube, ich muss es nicht sagen, was mein Lieblingsfüller ist jetzt. Das ist 100% klar und ich bin mir sicher, den wird auch nichts ablösen. Und das geht nicht darum, weil es jetzt der teuerste ist oder so, das ist Quatsch. Aber man merkt, dass das Material ein anderes ist. Das Schreiben ist anders. Also das muss man mit dem wirklich mal getestet haben, um das für sich herauszufinden. Also richtig, 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 richtig toll. Gebe ich nicht mehr her. Gebe ich nicht mehr her. Ich bin rundum begeistert. Ich will jetzt am liebsten weiterschreiben. Ich muss überlegen. Ich muss heute auf jeden Fall noch in meinen Journal schreiben. Da werde ich den natürlich nutzen. Und wahrscheinlich dann auch in mein Mental Health Journal einen Eintrag schreiben. Da habe ich ja unfassbar viel Platz. Kommen meine ganz persönlichen Gedanken rein. Das ist ja dann in meinem Traveler's Notebook. Und ich freue mich auch schon sehr, den auf dem Tomo River Papier auszuprobieren, also in meinem Hobonichi. Und dann in meinem Traveler's Notebook habe ich ja auch noch mal eine andere Form von Papier. Da bin ich dann auch gespannt, wie es sich da verhält. Also, was soll ich sagen, Leute? Was soll ich sagen? Es ist toll. Es ist einfach toll. Und klar, man muss überlegen, ob man das Geld ausgeben möchte. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich würde es wieder tun. Aber ich würde dafür auch wieder in den Store nach Florenz gehen. Und da erinnere ich mich auch immer wieder an die Reise, die ich mit meiner Schwester zusammen gemacht habe. Sie war auch total begeistert. Sie schreibt momentan auch ein Reisejournal. Da habe ich sie, glaube ich, so ein bisschen angesteckt. Aber sie ist jetzt nicht so in diesem Game drin wie ich, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, als sie in diesem Laden auch war, hat sie gesagt, das war so ein einmaliges, tolles Erlebnis. Sie war auch ganz begeistert. Und ja, ich glaube, das spricht auf jeden Fall für sich. Was ich jetzt auch noch testen werde, ja, eine wunderschöne Farbe. Da seht ihr, dass das Kupfer ein bisschen mehr rüberkommt, ne? Das ist wirklich, wirklich toll. Ja, die Kombi, die wird's. Die Kombi, die wird's. Das war ein Glücksgriff. Man weiß ja dann nicht immer, ist das jetzt wirklich die Tinte, die zu diesem Füller passt? Aber was soll ich sagen? Super. Natürlich muss ich es ein bisschen beobachten, ob das irgendwie krümelig wird vorne an der Feder. Ich kann es mir jetzt nach Stand jetzt nicht so vorstellen, weil ich den sehr oft verwenden werde. Natalia hat auch gemeint, sie hat immer wieder Kunden, die sich Füller aussuchen. Und in den Füllern sieht sie auch immer die Kunden. Weil ich meine, man hat ja einen bestimmten Geschmack. Ne? Vielleicht zieht man sich auch entsprechend an und das passt dann irgendwie auch zusammen. Weiß ich nicht. Aber bei dem Füller weiß ich auch, so, das bin ich. Das ist genau mein Ding. Ich habe lange genug, glaube ich, geschwärmt von dieser generellen Erfahrung. Das hat man nicht häufig und deswegen denke ich da immer wieder dran zurück, wenn ich den raushole. Ja, halte ich in Ehren und muss auch sagen, dass ich da auf jeden Fall wieder vorbeischauen werde, wenn ich in Florenz bin. Da ist jetzt nichts geplant. Ist man ja auch nicht jedes Jahr. Das war für mich schon ein außergewöhnliches Video. Da habe ich sehr viel Arbeit, Zeit und Energie reingesteckt, weil mir das auch wichtig war. Das ist was Besonderes. Ja, und da hoffe ich, dass ich euch so ein bisschen mitnehmen konnte, was die Eindrücke angeht und natürlich auch eine entsprechende Review dazu machen konnte, die euch hilft. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Füller haltet. Ob ihr vielleicht auch einen Visconti-Füller habt, ob ihr euch einen solchen wünscht, wie auch immer. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!